Recording in progress. Einen wunderschönen guten Morgen, Herwig, ich grüße dich. Hallo, wieder aus Rostock, ja. Ja. Schon wieder eine Weile her, ja? Naja, Zeit läuft eben. Ja, die Zeit läuft, so ist das. So, wir haben angekündigt, wir sprechen mal über die Rosenlinie oder die Rosenlinien. Du hast gerade schon gesagt, es gibt zwei. Da gibt es auch einen Bezug zu einem sehr, sehr bekannten Buch von Dan Brown, soweit ich weiß. Ja, der Titel war, glaube ich, Sakrileg, ein Welterfolg und mit Tom Hanks, soweit ich weiß, verfilmt. Ja, die da in einer Nacht irgendwie so diese Linie da abgehen, oder? Ist das so richtig korrekt, so ungefähr? Ein paar Tage brauchten die schon. Die waren ja in Paris und flüchteten dann aus dem Louvre nach Versailles. Und von dort nach London und Roslyn am Ende. Roslyn, genau. Das war in Schottland, oder? In Schottland, genau. Genau, okay. Und der Ursprung des Buches lag aber in einem früheren Buch, wo von solchen Autoren Henry Lee und Michael Bagent, Der Heilige Gral und seine Erben. Der Heilige Gral und seine Erben, okay. Genau, da gab es ja noch so einen Plagiatsprozess, wohl um das Buch hier noch mehr zu popularisieren. Ich habe beide Bücher übrigens auf Polnisch gelesen, seltsamerweise. Wenn ich mal zeigen darf, ich habe hier eine polnische Ausgabe. Okay. Aber das ist halt nichts weiter zu sagen. Die Sprache spielt ja keine Rolle. Das hatte eine Auflage von 9 Millionen Exemplaren, glaube ich. Okay. Und meiner Meinung nach war das so ein Freimaurerlehrbuch. Ein Freimaurerlehrbuch. Ein Übungsbuch. Mhm. Da wird also nur ein Teil der Wahrheit rübergebracht und der Rest, den muss man sich dazu denken oder dazu erforschen. Okay. Und für mich war das relativ leicht, weil ich nämlich zeitgleich, als dieses Buch erschien und als ich dann gelesen hatte, hatte ich drei andere Bücher in Arbeit, nämlich über Rostock hier, dieses mein Schwan der Ostsee. Ja. Das war mein Hauptwerk. Und dann hatte ich noch eins über Innsbruck geschrieben und über Brandenburg. Okay. Alles so parallel. Die erschienen dann auch bald in den 2000er Jahren. Und dadurch hatte ich also eine relativ leichte Aufgabe, jetzt um diese Problematik von Herrn Braun zu lösen, also ja. Aufzulösen, ja klar. Okay. Okay, die Story war, da ging es dann am Schluss um dieses Mädel, ja, was dann irgendwie so als direkte Nachfahrin von Jesus Christus da irgendwie rauskam und sie war dann praktisch der Gral, ja. Also das war das, so kann ich mich daran erinnern. So hat er das dann hingebogen, aber ihr Großvater war also der Herr Saunier. Saunier ist der Name, der aus Rennes-le-Château bekannt ist. Da um 1900 hatte da so ein Priester in Rennes-le-Château großes Aufsehen erregt oder so. Er hat da viel Geld auf einmal gehabt und hat da diesen Turm gebaut. La Tour Magdala in Rennes-le-Château. Ja. Naja, das ist ja bekannt soweit. Und aber warum das eigentlich so ist, das ist alles am Ende unklar. Und wir können jetzt hier mal Licht in die Sache bringen. Das wäre gut. Ja, dass wir es einfach mal so genau. Anschauen. Du hast ein bisschen was mitgebracht und ich würde sagen, wir begeben uns einfach auf die Reise. Fangen wir mit dem ersten Bild mal an. Ja, klar. Genau, wir gehen einfach auf die Reise und schreiten einfach mal diese Rosenlinien ab, oder? So machen wir das heute. So etwa kann man sagen. Ja, okay. Ein paar Städte sehen wir dabei auch noch. Das ist vielleicht ganz witzig an einer Stelle. Okay. Gucken wir mal. Gut, also, dann haben wir hier das erste. Also links, da habe ich mal diese Orte dargestellt, die da eine gewisse Rolle spielen. Unten hier Rennes-le-Château und die Gegend heißt auch Roussillon. Ja, Carcassonne, ne? Und Carcassonne ist da die Hauptstadt, ne? Ja. Roussillon passt schon mal gut zur Rosenlinie, weil das Wort heißt ja praktisch Rosenlinie. Ja, okay. Ne? Und die Endstation oben, Roslin, wo dann das Buch praktisch endet, ja. Das heißt ja auch nichts anderes als Rosenlinie. Roseline. Ja, klar. Klar. Echt? Das ist also durchsichtig, Anfang und Ende ist also richtig. Aber die Zwischenstationen Paris und London, die passen nicht so richtig da rein. Mhm. Obwohl Paris liegt auf diesem, wie er schreibt, auf dem nullten Grad der ersten Vermessung der Erde, was aber nicht richtig ist. Die erste Vermessung sah Paris auf dem 22. Grad und 30 Minuten. Das ist das, was wir hier rechts sehen? Das 22. kommt nachher rechts gleich, ja. 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 Und dieser Knick in dieser Linie, der ist ja auch nicht erklärt. Man könnte sagen, das ist also ein Rösselsprung. Nicht? Also er springt von wie ein Pferd auf dem Schachbrett. Einmal geradeaus und dann nach links. Ne? Ja, Ross, Rose, haben wir auch wieder einen Wortbezug. Ne? Haben wir das Rösseln. Ne? Ja, das Rösseln, genau. Das ist ja der Hammer.
Okay, und Nun beginnt das Ganze mit dieser Fibonacci-Folge. Der Saunier wird ja ermordet da im Louvre ja. und schreibt dann noch schnell die Fibonacci-Folge auf und verschlüsselt noch den Namen von Leonardo da Vinci. Ja. Vielleicht kann sich erinnern. Ich glaube, meistens auch der Da Vinci-Code, so eine Unterschrift war da. Okay, Also in okay, meinem okay. polnischen Buch heißt das Da Vinci-Code. Okay. Die Fibonacci-Folge, das ist sehr einfach zu lösen, warum er die verwendet hat. Denn die ist enthalten erstmal in dem Längengrad von Paris und dem Breitengrad von Roslin. Die fängt ja so an, 1, 1, 2, 3, Ja. 5, 8, 13, 21. Also in Paris finden wir diese 1, 1, 2, 3 und die 13, 21. Das ist ja praktisch dasselbe Okay. von den Ziffern her. Ja, genau. Also der Also wir. Breitengrad von Paris, wenn du hier mal guckst, 22 Grad, 30 Minuten, Ja. zerlegst du einfach in 21 Grad und 1 Grad und 30 Minuten. Ja. Also hast du 21 und die 13 hier schon. Ja, klar. Und genauso ist in Roslin, guck mal hier rechts oben, die Kapelle, Ja. die ist auf dem 55,855 Grad nördlicher Breite. Ja, 8558. Da hast du also die 8,5. Nicht? Und zusätzlich ergibt sich noch, dass der Abstand vom Louvre zum Kopf der Sphinx in Ägypten 3211 Kilometer beträgt. Im Aha. Louvre heißt das wie Löwenkäfig oder sowas, ne? Wie heißt das? Na, Löwenkäfig. Louvre, Löwenkäfig, Im okay. Louvre steckt der Löwe, ne? Und Ja. der ägyptische Löwe, also die Sphinx, also von davon genau 3211 Kilometer entfernt, da hast du da wieder die Zahlenfolge 1, 1, 2, 3 oder 13, 21. Klar. Nicht, Okay. also das ist für den Kenner gar nichts gewesen, die Fibonacci-Folge zu entschlüsseln, warum er die verwendet an diesem Ort, ne? Okay, ja klar. Also ist ein absoluter Bezug auf Örtlichkeiten, ja, und auch Beziehungen zwischen den Orten, ja. Also dass du Ja, es sagst geht. praktisch von da nach da ist irgendeine Verbindung, ja. Genau. Okay, warum heißt das Rosenlinie? Das hat er ja selbst so genannt in dem Buch. Ganz zum Schluss heißt es dann, aha, die Rosenlinie durch Paris ist dieser Breitengrad. Ja. Aber warum die so heißt, das hat er nicht gesagt. Ja. Also ich habe aber schon gesagt, das könnte die Rosslinie sein. Und auf dieses Ross kommen wir noch zu sprechen am Ende. Okay, gut. Dann gehe ich mal weiter. Nee, warte mal noch. Ein Problem ist hierbei, er spricht ja doch immer vom goldenen Schnitt und der Zahl hier 01618, 0618, nicht, dass er Ja. die Zahl des goldenen Schnittes, also Phi minus 1. Ja. Aber wenn du jetzt mal guckst, wo könnte jetzt Phi sein, ne? Oder 1,618, Ja. dann stimmt das nicht genau. Wenn du jetzt den Breitengrad von Roslin nimmst, da kommst du auf 0,621. Okay. Er teilt also den Erdviertelkreis nicht genau im goldenen Schnitt. Also Okay. hier ist eine Unschärfe drin, die es noch aufzulösen gilt. Okay. Die Okay. können wir an der Stelle hier nicht auflösen. Also bei Brown, der liefert nicht genug Daten, um das zu klären. Okay. Aber wir finden das nachher noch raus, kein Problem. Okay. Okay, jetzt Kann haben wir man. hier eine ganze Latte an Bildern. Ich schalte jetzt einfach mal durch und du sagst, das ist das Richtige oder, ne? Jetzt gucken wir mal, warum René Le Château da eigentlich reinkommt. Der Meinung nach ist das erst im 19. Jahrhundert eingefügt worden. Ja. Gucken wir mal. Das ist das? Nee. Genau, das ist Paris, ne? Ja. So ein Google-Bild mit der Pyramide im Louvre hier Diese oben, wo der. Glaspyramide vor dem Louvre, ne? Genau. Links da auf dem Place du Carrousel ist diese umgekehrte Pyramide, die nach unten zeigt. Daher, Das das Viereck. Viereck. Ja. Das ist die in Pyramide inversée, wie sie sagen wollen, oder inverse. Die geht mit der Spitze nach Die geht unten. mit der Spitze nach unten. Und unten steht dann nochmal eine kleine Pyramide. Und da meint er am Ende des Buches, das wäre der Gral, wo die Pyramiden so ineinander gehen. Ja, okay. Das ist, naja, kann man so sagen, ist aber nur eine halbe Wahrheit. Aber die Frage, warum jetzt René Le Château so wichtig war, meiner Meinung nach wegen dieser Entfernung, die da unten steht. Ja. Man wollte also genau auf 660 Kilometer kommen. Ja. Carcassonne ist 628 Kilometer entfernt von dieser Stelle hier. Ja. 628 ist auch eine schöne Zahl, weil 6 und 28 sind zwei perfekte Zahlen. Aber man wollte offensichtlich auf diese 660 kommen, weil das zweimal 330 ist oder so. Und 33 ist ja mal Jesus, das Alter, das Jesus erreicht. Nicht? Ja. Man wollte das hier also offensichtlich darstellen und darum hat man
dieses Rennen Chateau so ins Rennen gebracht. Und okay. Der Herr Saunier hat also dort keinen Schatz gefunden, sondern er kriegt jede Menge Geld, um da diesen Turm zu bauen. In Rennes de Chateau. Der Turm markiert nämlich den Endpunkt jetzt dieser Rosenlinie von Paris nach Rennes de Chateau, diesen Abschnitt jedenfalls. Okay. Ja. Nicht? Also das ist so Freimaurerspielereien. In diesem Bau der Pyramiden, da waren ja die französischen Präsidenten verwickelt, hier Pompidou und Mitterrand. Die werden ja auch genannt in dem Buch. Also wussten da scheinbar und haben da irgendwie mitgemischt in diesem Spielchen. Okay. Und wir mischen auch mit. Okay. Wenn es auch so Erik, das ist jetzt schon wieder so abgefahren, was wir hier machen. Ich finde es schon ein absoluter Hammer, ja, ich ganz ehrlich. Okay, schalten wir weiter, ja? Ja, genau. Also ich kam dann aber nicht weiter. Und also in der Untersuchung dieser Sache, da habe ich mir mal die Städte angeguckt, die hier eine Rolle spielen. Ja. Da können wir uns jetzt mal eins hier vornehmen, nämlich Carcassonne. Und Montségur. Montségur ist ja so eine bekannte Katharer-Siedlung, also Burg gewesen, die dann ja, erobert wurde und die wurden alle umgebracht oder manche durften auch wohl frei abziehen. Ja. Da sieht man wieder schöne Bilder. Montségur in der rechts oben in der Ecke, ja. Ist leicht zu erkennen. Links ist der Griff und rechts ist also die Klinge. Das ist so eine Art Schwert oder sowas. Das, ja, okay. Also was Sicherheit schafft auf dem Berg ist also die Waffe. Ja. Nicht dieser kleine Teil da oben, diese innere Burg, das ist der Griff. Und dieses. Das hier, ne? Genau. Ja. Und das ist die Klinge. Das ist die Klinge, ja. Okay. Also wer den abkriegt, der hat also ein. Okay. Der hat ein Problem. Okay. Das wäre zu Montségur zu sagen. Und hier Carcassonne ist auch mal recht spannend. Man sieht also hier so einen Schädel. Ja. Schädel in der Sonne. Wenn man diese Sonne als Sonne mal lesen möchte. Ja. Aber wenn man es jetzt mal liest als Sohn, dann kann man es so lesen. Der Sohn im Fels, aus dem Fels, den Craig, dieses Karg hier vorne. Ja. Das heißt im Gälischen, also Schottisch oder dieses Gallische, da heißt das der Fels. Und diese Kirche, die es hier gibt, diese einzige, die hier? Die ist dem heiligen Nazarius gewidmet, französisch Saint-Nazaire. Ja. Nazaire ist also im Neuen Testament ein Lazarus geworden, der ja unten im Fels lag und im Felsengrab und daraus auferstanden ist. Ich kann es sich erinnern. In Jerusalem wird so ein Grab gezeigt, ich war da schon mal drin übrigens. Da steigt man also etliche Stufen hinunter und dann sagt man, aus diesem Grab ist er wieder rausgekrochen, weil nach 3 Tagen. Das passt ja auch zu Jesus, oder? Ja, passt zum Mond auch. Der Mond verschwindet ja auch für 3 Tage. Und, also der aus dem Fels geboren ist, also eine typische Figur aus dem Mithras-Kult. Mithras also, gibt es also öfter als Felsgeborenen. Die Figur kommt öfter mal vor, auch in Bern, in der Schweiz und so. Lateinisch heißt der Felsgeborene Petrigenio. Also der aus dem Fels stammenden. Da haben wir Petrus. Denkt man so, aber Pater ist in Wirklichkeit der höchste Grad der Einweihung im Mithras-Kult. Okay. Und Petrus ist auch eine Figur, die also aus dem Mithras-Kult in den Christentum überwachsen ist. Und hier sieht man auch gleich, warum die Franzosen die Katharer so bekämpft haben, die in der Gegend hier wohnen. Ich glaube nämlich nicht an, dass die waren keine Christen, sondern die waren Mithras-Anhänger. Jetzt ist ja auch in diesem Sakrileg, in diesem Roman, auch oft von den Tempelrittern wird da gesprochen, ne? Ja, genau. Die Tempelritter waren also offensichtlich stark mit dem Mithras-Kult verbunden. Okay. Und die akzeptierten nicht so direkt dieses Christentum. Die wollten sich zwar arrangieren, aber die reine Lehre des neuen Christentums wollten die nicht übernehmen. Darum auch diese ganzen Vorwürfe, die ihrer Ketzerei. Das hängt also mit dem Mithras-Kult zusammen. Okay, und daraus resultiert dann ja auch der Freitag der 13., nicht wahr? Irgendwie habe ich da mal was gehört, dass da was mitspielt. Dieser Unglückstag. Oh ja, für manche ist der Glückstag. Meine Frau sagt immer, jeder Freitag der 13. hat ihr Glück gemacht. Ja, okay. Also hier bei den Katharern ist ja so, die sind ja nicht einfach alle getötet worden. Das ist ja so ein Mythos. Ja. Katharer gibt es ja heute noch, die heißen bloß Katalanen heute.
Okay. Süden Frankreich war nämlich von Katalanen, ne, bewohnt, und die wurden also vertrieben über die Pyrenäen und leben jetzt da in Barcelona und in der Gegend. Und die sind heute mal noch ein bisschen aufrührerisch und können sich mit den katholischen Spaniern nicht so richtig einigen, weil sie im Ursprung also eine andere Religion haben. Das sind dann die Katalanen. Sind Katalanen geworden, ja. Okay. Die Katharer wurden vollkommen entweder ermordet oder eben vertrieben. Ja. Vertrieben nach Spanien, nach Katalonien. Erkennt man hier aus diesem Bild recht deutlich, also weil dieses Bild ist nicht christlich, nicht? Da ist nichts christlich dran. Übrigens, schön zu sehen, diese Hypophyse an, die unten an dem Schädel hängt. Siehst du das? Das ist Das die Burg da? und unten hängt so ein komisches Ding hier. Das da? Ja, das ist praktisch die Hypophyse. Wenn man das als Schädel sieht. Ja. Okay. Also Carcassonne und die Katharer, diese Geschichte hängt also mit da hängt damit zusammen, dass sie nicht sich den Christen ohne weiteres unterwerfen wollen. Okay, gut. Und wir sind jetzt hier praktisch am Ende der roten Der Linie. Rosenlinie. Genau, also oder am Anfang, wie man das auch betrachten möchtest. Ja. Okay, also da ist ein Endpunkt. Ja, gut. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Jetzt sind wir hier, ne? Warte, nee. Nee, nee, noch weiter zurück. Wir müssen noch mal nach Paris. Ja, genau. Okay. Paris ist ja auf demselben Längengrad wie Carcassonne oder Rennes-le-Château. Ja. Und also habe ich mir mal Paris angeguckt, und das ist also ganz einfach, dieses Bild. Das ist nämlich ein Schiff. Wenn du mal links oben vergrößerst, das Wappen, links oben in der Ecke, dann mal zieh mal ein bisschen rüber. Da siehst du, dass das Wappen von Paris Ein Schiff hat. ein Schiff ist, ne? Das Schiff des Paris. Wir sind ja auf einmal also in einer ganz anderen Welt, Das ist immer im Griechischen. nämlich im Griechischen. Das, der Pa Paris war doch, Moment mal, Paris war der die, ja, sag ruhig. Troja und der die Geliebte da von Menelaus da Genau, geklaut hat, richtig? er hat die Falsch? schöne Ja. Helena entführt. Bruder von Hektor. Genau, er hat die schöne Helena also mitgenommen Ja. und wollte mit ihr nach Troja. Und diese Geschichte ist also in Paris zu sehen. Und Paris heißt also Paris nach dem Paris. Ich fass das nicht. Doch, doch, fast, das ist nicht schwer. Das ist ja bloß ein Bild und das ist leicht zu entdecken. Wenn du Das mal ist der genau guckst, Stadtplan dazu. das ist der Stadtplan. Der soll aus dem Jahr 576 kommen. 576 ist natürlich eine Kunstzahl. Die steht hier in Brand, in Rostock auch am Steintor. Da musst du also die Quersumme nehmen, dann kommst du auf 1991. Naja, aber das können wir jetzt mal weglassen. Also hier unten ist jedenfalls das Schiff. Siehst du das? Erst war es ein bisschen kleiner. Durch diesen Graben, der da so auf halber Also Höhe erst drückt. das da, meinst du, ne? Hier. Erst war das und dann wurde es vergrößert, dann wurde es nochmal größer. Ja. Dann wurde es auch zum Halbmond. Und die heilige Helen, die schöne Helena ist ja der Halbmond, Selene. Die Mondgöttin. Darum ist dann noch ein Halbmond geworden. Und oben über der Seine, nördlich der Seine, ist also so ein Segel. Das Wer sich da. mit, ja. Und wer sich erinnert, der weiß, dass Napoleon so eine ähnliche Hüte trug. Napoleon hatte die Hüte, die waren dem nachempfunden. Naja. Und die Insel dazwischen, das ist also die, praktisch da, wo die Notre Dame Notre steht. Dame, ja. Notre Dame ist also die schöne Helena, die Mondgöttin hier in dem Fall. Unsere Dame. Unsere Dame. Der Mond wird ja manchmal männlich, manchmal weiblich empfunden, aber in der Regel weiblich. Ja. Und hier also als Notre Dame. Wie man auf die Idee kommen kann, den Mond anzuzünden, weiß ich auch nicht, aber na gut. Das sagt ja was aus. Okay. Und das ist Die, ja. also wenn man jetzt die Seine aufwärts fährt mit dem Schiff, Ja. kommt man in die Stadt Troja, die sich also selbst als Troja versteht, wie man hier auf dem mittleren Bild sieht. Wenn du mal das mal ein bisschen größer machst, ist er der Bahnhof von Troja, von Troja heutzutage. Und da steht also tatsächlich das trojanische Pferd. Kennst du das? Hier vorne ist, links ist der Kopf hier. Das ist ein bisschen lädiert, aber das soll so sein. Dass also, das ist ja schon uralt. Da kann also nur was übrig geblieben sein. Das ist das Pferd von Troja. Siehst du es? Ja. Nicht die Leute sind Gare de Troyes. nicht der Bahnhof dort. Da steht so eine Figur. Weil sie sich eben als Troja versteht. Und in Troja angekommen, also wenn der Paris mit der Helena nach Troja kommt, da wird natürlich erstmal
der Champagner geöffnet. Und wenn du mal hier siehst, habe ich mal einen Titel aus so einem Werbeprospekt hier. Eine Stadt in Form eines Champagnerkorkens. Hier in der Mitte steht das. Das hier. In der Mitte. Ja, und diese Stadt soll also so einen Champagnerkorken darstellen. Nicht? Und dann steht das einmalig und ist also so eine Urbanoglyphe mal beschrieben. Ja. Ohne irgendwie Anteile von uns, sondern die sind also von selbst drauf gekommen. Also das ist jetzt eine öffentliche Information, die von der Stadt Troyes herausgeht. Von der Seite France FR. Ja. Da ist diese Stadt beschrieben hier und da steht also ein Champagnerkorken. Ich fasse also das. Nicht meine Idee, sondern ja. In Troyes. Und das ist dann der Stadtkern, was wir rechts sehen? Ja? Das ist die Altstadt, ja. Nun kann man sich natürlich einen Champagnerkorken darunter vorstellen, aber auch andere Dinge. Zum Beispiel, wenn jetzt die schöne Helena... Wenn jetzt die schöne Helena nach Troyes kommt, dann will sie natürlich erstmal einen schönen Schuh haben. Wenn du mal siehst hier auch einen Schuh. Das hier. Mit einer Spitze vorne. Ja. Nicht? Also da geht es nicht nur ums hier Champagner und so weiter, sondern auch, das muss ja auch Spaß machen für so eine schöne Frau. Und darum ist der heilige Crispin dort zu Hause. Crispin ist also nicht etwa Christus, sondern der Schusterheilige. Nicht? Und der ist dann da zu Hause und der macht dann so gleich die Schuhe für die schöne Helena. Also wir sind ja in so einer komischen Welt, die eigentlich überhaupt nicht zu dem ganzen Christentum passt und zu dieser Vorstellung vom christlichen Frankreich. Und an der Stelle habe ich da erstmal aufgehört mit dieser Rosenlinie und habe mich mal, weil ich ja noch parallel andere Dinge zu entwickeln hatte, habe ich mich mal der zweiten Rosenlinie gewidmet. Denn die ist mir dabei in den Sinn gekommen, als ich hier über diese Brownsche Rosenlinie nachdachte. Ja. Dann gehen wir mal zum nächsten Bild. Moment. Nämlich zu dieser hier. Also mir war nämlich aufgefallen, dass durch meine schöne Stadt Rostock hier eine Linie verläuft, die einmal im Norden nach Roskilde geht, in Dänemark. Roskilde ist ja die zweite dänische Hauptstadt, weißt du vielleicht? Alle dänischen Könige werden dort begraben im Dom. Ha. Und das ist also genau nördlich von Rostock. Und südlich von Rostock finden sich also Orte wie Rosenheim. Direkt auf der gleichen Linie. Auf derselben Linie und Rom, beziehungsweise Ostia. Also genau zwischen Rom und Ostia geht die durch. Und die endet in Libyen unten in so einer Stadt, die heißt Subrata oder Sabrata. Ja. Was meiner Meinung nach Subrosa heißt, also unter der Rose. Nicht, dass so eine römische Stadt, die aber nur als Ruine da ist und die wurde in 30 Jahren ein bisschen was aufgebaut, da kann man Ruinen schön, schön beobachten. Und wenn du mal ganz nach oben gehst, dann ist da eine Insel, die letzte Insel der Lofoten. Die heißt Röst. Und diese sechs Orte also bilden praktisch die zweite Rosenlinie. Ja, die erste, je nachdem, wie man möchte. Und auf dieser Rosenlinie liegt auch Venedig. Da liegt Venedig. Venedig, ja. Ja. Venedig. Die geht, vielleicht fange ich mal links die Bilder an zu erklären. Ganz oben ist so ein, ganz oben. Da ist so ein Felsen zu sehen mit einem Loch. Ja, das Loch hier. Das Loch, ja. Das ist der Torgatten. Also das ist so ein riesiger Felsen, der hat so ein, da ist so ein Durchgang. Der ist groß wie eine Halle, also wie so ein Riesensaal. Und ich bin da schon mal... Der liegt auf dieser Linie. Der liegt genau auf dieser Linie. Hier an dem Punkt wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Der Ort dort heißt Brønnøysund. Brønnø heißt ja die Insel des Brønn. Und Brønn, wenn du kannst, vielleicht kannst du dich erinnern, in der Gralssage, heißt der Fischerkönig. Der hat den Namen Brønn. Der Fischerkönig. Und das ist also praktisch ein Parallelding zu Tell, Wilhelm Tell. Dieser Tor ist also auf Tell. Durch diese hohle Gasse muss er kommen, ne? Denn Gatten heißt ja nichts anderes als Gasse. Okay, ja. Oh, ja. Das ist also so zu verstehen, da liegt ein Hut und so wird wirklich da so kolportiert, so eine Sage. Ich habe gerade einen absoluten Kurzschluss hier oben drin. Was machst du hier? Das ist ein absoluter Hammer.
Ja, machen wir weiter. Da liegt ein Hut und da wurde geschossen von Rom und der Pfeil ging genau durch diesen Felsen durch und traf dann auf die Insel Röst. Den Apfel. Ja. Okay. Wobei auf Röst ist bekannt, da steht ein Denkmal für Pietro Querini, einen Mann aus Venedig, der im Auftrag des Papstes im Jahr 1431 dort landete und diesen Punkt markierte. Also es ist historisch überliefert, dass die Markierung dort aus im Auftrag von Rom stattfand. Was mir jetzt gerade echt durch den Kopf geht, ich meine, das ist ja jetzt nicht kein, ich meine, dieses Loch in diesem Fels, das ist ja, wie lange ist das schon da? Das ist ein natürliches Gebilde. Also ich habe mir das angeguckt, es gibt da noch mehrere ähnliche. Also es ist nicht künstlich? Ist nicht künstlich, ne. Das Loch ist nicht künstlich? Nee. Hä? Aber es ist Wahnsinn. Es gibt nämlich, wenn man genau durch die Erde durchguckt, also oft in den Antipoden der Insel, naja, der Name ist mir jetzt entfallen, auch mit dem Felsen und mit dem Loch drin. Meine Frau war da gewesen und jetzt ist sie nicht hier, sonst könnte ich sie fragen. Also genau auf der anderen Seite der Erde ist normal so, aber das ist auch kein künstliches Bild, das ist auch natürlich, also sehr seltsam, aber sehr beachtlich und das muss die Leute sehr beeindruckt haben und darum haben sie also diese Linie so markiert und das eigentlich Seltsame ist, die Linie liegt genau auf diesem 30. Längengrad östlich von Ferro, von der letzten kanarischen Insel. Die habe ich jetzt hier nicht mehr drauf, aber lange Zeit lag ja der Null-Meridian auf dieser letzten Insel. Die liegt also genau 30 Grad östlich von Rom oder von Rostock oder von Röst oder von, ja, vom Torgarten, ja, oder von Rosenheim, wie du willst. Naja, in Rostock, wenn ich mal darauf zurückkommen darf, links hier diese etwas, habe ich stark verkleinert hier, dieses Gebilde. Ja, das haben wir schon mal angeschaut. Ne? Das hatte ich letztes Mal als Pfanne bezeichnet, ohne, ja, diese Seitenzeile. Aber wenn du mit den Seitenteilen, das sind also zwei Blätter, dann ist das also die Rose in Rostock. Rostock wurde früher auch als Obst Rosarum bezeichnet, also als Stadt der Rose. Und das ist also die Rose im Grundriss von Rostock, die also hier den Mittelpunkt dieser Linie zeichnet. Das ist der Mittelpunkt. Naja. Exakt. Rostock liegt auf dem 54. Breitengrad, während Venedig auf dem 45. liegt, sodass hier also solche musikalischen Intervalle entstehen. Der 45 zerteilt ja den Erdviertelkreis 1:1, also das ist... 360 sind genau, ist ein Viertel, ja. Nee, von 90. Ja, ich meine, von 360 ist es genau ein, ja, Viertel. Ja. Ja, genau. Und von 90 ist also Venedig genau auf der Hälfte. Und Rostock also teilt das im Verhältnis 3:2, das ist dann diese Terz. Das eigentlich Witzige ist jetzt, also die Stadt Roskilde liegt auf dem Breitengrad, mal hier unten, rechts, unten rechts. Ne? Ja. 45 Grad und 64,64. Ja. Wenn du das jetzt durch 90 Grad teilst, also wieder durch diesen Erdviertelkreis, dann hast du den goldenen Schnitt. Dann hast du die Zahl des goldenen Schnittes. Nicht? Kann man auf Google leicht erfahren. Die Domkirche in Roskilde liegt also genau auf diesem Breitengrad. Und noch eins ist hier vielleicht spannend, dieser Erdviertelkreis misst ja 10.000 Kilometer. Und die Entfernung von Röst nach Subrata beträgt meiner Meinung nach, also nach Google hier, 3.853 Kilometer. Wenn du da jetzt 33 von abziehst, weil der 33 die Zahl des Jesus ist, dann kommst du auf 3.820. Wenn du die dann also von 10.000 abziehst, dann bleibt der Rest, also 6.180, hast du wieder die Zahl des goldenen Schnittes. Also so schön ist das alles austariert. Und da war ich also stolz wie Bolle, als ich das gefunden hatte. Das glaube ich dir. Weil das kommt in der Literatur nicht vor. Und also ich halte mich für den Entdecker dieser. Außer natürlich den Eingeweihten, die wissen das. Aber hier habe ich nirgendwo was abgeschrieben. Das habe ich alles schön selbst entdeckt. Und ich habe auch in Rom diesen Punkt gefunden, der die Linie genau markiert. Das ist nämlich so ein Turm. Der wurde um 1430 errichtet im Auftrag des Papstes Martin V. Derselbe Papst, der also die Erlaubnis erteilt hat, die Universität in Rostock zu gründen. Aber ich habe hier mit den Professoren von Rostock versucht, darüber zu diskutieren, weil die hatten ja ihr 600-jähriges Jubiläum hier vor 2 Jahren. Aber die haben mich nur angeguckt. Naja.
Macht aber nichts, macht nichts. Also ich habe daraus dieses Buch gemacht, der Schwan der Ostsee, das ist ja schon ein paar Jahre alt. Aber ist ja der absolute Hammer, ehrlich. Also ganz ehrlich, ich habe ja gedacht, wir kriegen das nicht mehr getoppt, aber das toppt ja nochmal. Ey, nee, okay. Ja, habe ich aber versprochen, dass wir doch noch eine Nummer größer werden können. Also dieses Rote hier, das ist praktisch das Sternbild Schwan. Das bilden die Hansestädte an der Ostsee, Lübeck bis Greifswald. Lübeck, Wismar, ja. Rostock, Stralsund, Greifswald. Die bilden die waagerechte Linie. Ja. Und die senkrechte ist hier von Güstrow bis Roskilde. Güstrow ist vielleicht bei euch nicht so bekannt, aber in Güstrow ist also ist die heimliche Hauptstadt von Mecklenburg, Klein Paris genannt. Und in Güstrow, da ist also das Wort, der Name besonders interessant. Du musst also aus dem Ü machst du ein Ei, dann heißt es Güstrow. Und wenn es jetzt von rechts liest, Güstrow, heißt das Wort und Sieg. Das Wort Sieg. Das Wort ist also, bringt der Schwan mit sich, der hier aus dem Süden kommt und hier nach Norden fliegt. Der fliegt die Linie dann nach Norden und bringt also das Christen in den Norden. Und wo dann auch das Wort Gottes meinetwegen Sieg. Ja, so ist die Idee dabei. Also als ich das hatte, da dämmerte es mir dann langsam, was es mit der Rosenlinie von Dan Brown auf sich haben könnte. Das gucken wir uns mal im nächsten Bild an. Also, wir müssen gar nichts, aber an dieser Rosenlinie, die endete in Paris bei ihm und zog dann hier nach Rosslyn rüber. Diese Rosenlinie war also zu verlängern. Nämlich, die geht ja in Frankreich weiter nach Norden. Und zwar endet sie in der Stadt, die heißt Saint-Omer. Das ist, glaube ich, im Sakrileg auch drin, oder? Nee. Die Frage ist, wer ist der heilige Omer? Der heilige Omer ist also Homer. Troja. Homerus. Da erklärt sich also, warum hier diese Bilder aus der Ilias auftauchen. Aus diesem Poem des Homer. Es gibt nämlich die Auffassung von einigen Leuten aus der Chronologie, ist eine Kritikszene, die meinen, Homer wäre eine Erfindung der französischen Grafen hier aus Nordfrankreich, die im 12. Jahrhundert Achaia, also Griechenland, besetzt hat. Es gab da diese fränkischen Grafschaften oder Königreiche, so eine kleine. Und in deren Umkreis wäre also die Ilias entstanden und die Odyssee. Und das glaube ich mittlerweile auch, weil nämlich der heilige Homer ja eben hier in Nordfrankreich zu Hause ist. Die Holländer, die Flamen, die hier oben lebten, denn das ist ja eigentlich Flandern gewesen, und später erst erobert worden von den Franzosen, die nannten diesen Heiligen Homer Otmar. Otmar. Otmar, ja. Otmar. Und der Witz ist jetzt in Carcassonne. Die Gegend, die heißt Ode. Und einer der Heiligen, die dort von den Katharern verehrt wurden, der war der heilige Odomar. Das ist also derselbe wie dieser Otmar oder Omer. Und der meiner Meinung nach ist das derselbe, der in Jerusalem, wo die Tempelritter ja zu Hause waren, also tätig waren, der heißt dort Omar. Und zwar ist der Felsendom in Jerusalem, ist ja eigentlich die Omar-Moschee. Wir haben also die Verbindung von Jerusalem, wo die Templer waren, Carcassonne, wo die Katharer waren, Saint-Omer, wo die Grafen der Templer zu Hause waren, der Gottfried von Bouillon und so, die stammen aus dieser Gegend. Und in dem Umfeld sollte also Ilias und Odyssee entstanden sein. Während die andere Aeneas, das dritte Werk in dieser Art, natürlich in Rom entstanden, aber dann auch scheinbar im 13. Jahrhundert im Zusammenhang mit der göttlichen Komödie. Okay. Die göttliche Komödie von Dante? Ja, die ist dann in Florenz entstanden. Auf Florenz kommen wir nochmal. Florenz spielt auch noch eine Rolle in diesem Buch. Ja, vielleicht kann es ja einen Sinn. Ganz zum Schluss verabreden sich also diese Sophie Neveu, die Nachfahrin von
von Jesus und Maria Magdalena in Florenz. Da wollen sich treffen. In Florenz ist also ja dann Tante zu Hause. Aber warum sie in Florenz treffen, das kriegen wir auch noch raus. Florenz ist ja die Blumenstadt, ganz im Sinn. Blume. Flora, die Blume. Ne? Flora. Die Blumenstadt. Und die hat also auch was zu tun mit dieser ganzen Struktur. Aber ich habe erstmal, nachdem ich das alles raus hatte, habe ich, wie gesagt, dann in Roskilde die Zahl des goldenen Schnittes zu finden. Das war nämlich die geografische Breite von Roskilde, der Zahl 4 entspricht. Verbinde ich also einfach Roskilde mit Sentomer. Dann entsteht der Kelch. Ein Kelch. Beim Kelch, da müsste es eigentlich klingeln bei jedermann, der hier zugehört hat bisher. Nicht? Das ist also der heilige Kelch, der Gral. Also, es gibt natürlich viele kleine Grale, aber das scheint der größte zu sein, den es hier in Europa gibt. Und der tiefere Sinn dieser Einrichtung, der wäre natürlich zu ergründen, was hier noch, um das Bild hier nochmal abzurunden, zu sagen wäre, ich habe hier gemessen 3443 Kilometer für eine Umrundung. Also, von hier nach hier nach eine Umrundung von, was heißt das? Eine Umrundung. Einmal Roskilde und dann Homer und dann Carcassonne. Genau. Also scheint 10 Kilometer zu viel zu sein. Also ich glaube, es sollten 3333 sein. Aber das ist nur eine Vermutung. Kann ich das nicht belegen, weil 10 Kilometer eben zu viel sind. Okay. Aber es ist eine schöne Zahl, die gut zu Jesus passen wird. Und der Bräutigam von Maria Magdalena sein soll und im Kelch eine Rolle spielt. Aber es kommt noch ganz anders. Und zwar sehen wir das im nächsten. Wenn ich das alles mal zusammen betrachte. Wir haben also zwei Rosenlinien. Von die weiße hier, dem Schwan oben. Und diese hier, die blaue, die habe ich hier gezeichnet, die französische. Und wenn wir jetzt diese mal jetzt an den Himmel transportieren, also da ja immer nach jeder Geheimlehre das untere dem oberen gleicht und das obere dem unteren, sehen wir also, dass diese Figur hier, die linke, also die französische, dem Sternbild Pegasus entspricht. Roslin ist dann dieser Stern, Roskilde und Saint-Omer, Orléans, Bourges, Paris ist ja so ein Stern, der praktisch unsichtbar ist, der ist hier nicht dargestellt, weil Paris hat ja auch nicht diesen Namen. Ne? Ja. Er hat keinen Namen, der dazu passt. Ja. Während diese anderen Städte, die jetzt diese Sterne markieren, die haben überall noch die Rose im Namen. Wenn du mal Orléans siehst, da ziehst du das S nach vorne, liest du Rose von rechts, die erste Silbe. Oder Soa, ne? Und Soa liest von rechts Rose. Ja. Rose-Lern. Also Rosenlinie. Ja. Orléans soll eigentlich heißen Löwenmaul, also ad ore leonis, ne? Im Lateinischen. Oder Gold, Or, ja, ich weiß nicht. Ja. Na, da gibt es natürlich immer mehrere Möglichkeiten, das zu. Ja. Goldener Löwe, könnte man auch sagen. Aber Ore heißt ja auch der Faul. Also dieser Stern, Bursch, hat dann auch ROS hier. Ne? Wobei Omer ja auch, Saint Omer hat auch Rose drin, ne? Also, oh. Natürlich. Saint Omer hat ja auch Rom drin. Est Rom. Ja. Saint-Omer ist ein Rom. Sowas. Okay, weiter. Hier, der Schwan habe ich hier mal kurz dargestellt. Also Rostock ist praktisch diese, wo sie sich kreuzen hier, dieser Kreuzpunkt. Ja. Hier links ist dann Wismarstraße und hier Greifswald und dann hier noch Lübeck hier. Ja. Warum Lübeck so eine relativ unbedeutende Stellung hat, kann man leicht erklären. Aber sage ich mal nachher noch. Und wenn du jetzt hier also um diese Sterne so einen Kreis ziehst und hier oben hast du Roskilde, dann hast du also die Rose, musst du ja bloß umgekehrt denken. Ja. Und zwar hast du das Schwert. Dieses Kreuz ist also als Schwert zu nehmen. Und die Rose. Und hier hast du also den Kelch und aus diesem Kelch kann man leicht eine Lilie machen, wenn man hier
einfach diese Dinger hier, wenn man die Linie verlängert, diese senkrechte, ja. Hier so eine Kringel ranmalt, dann hat man schon die Linie. Reicht deine Fantasie dazu? Ja. Wenn nicht, dann sage ich mal noch, hier die Silbe Sus, die kommt auch im Namen Susanna vor. Vielleicht kann ja. Ich, hat Volker neulich mal drüber gesprochen. Shoshana hat er dann gesagt, im Hebräischen, die Lilie. Also der Name der Heiligen Susanna bedeutet das Lilie und das ist also kombiniert mit diesem Pegasus. Pegasus. Das ist also die sündige Lilie. Darum ist die Lilie ein bisschen so anrüchig immer im Vulgär. Wo es einerseits ein Königszeichen ist, ist ja andererseits auch ein Zeichen, das wurde irgendwelchen leichten Damen auf die Schulter tätowiert. Vielleicht kann es hier einen Sinn nehmen. Ich habe mal, glaube ich, die bei den Musketieren spielt das eine gewisse Rolle. Okay. Schwarze Lilie, aber wie auch immer. Na, egal. So, das hier also praktisch der 20. Breitengrad hier unten von der 20. Längengrad, das die von Ferro markiert ist durch diese Linie, und der 30. durch diese. 2030 ist dann wieder so ein musikalisches Problem, die Teilung nicht in, ist nur eine Oktave, 2 zu 3, also 3 zu 2. Und wir haben ja also die größte Glyphe überhaupt, die es in Europa gibt. Diese Doppelglyphe, diese doppelte Rosenlinie, wenn man so will. Eines der größten Geheimnisse der Freimaurerei. Es gibt noch mehr Linien in Europa. Ich habe auch noch mehr gefunden, aber das ist vielleicht ein Thema für ein andermal. Ja. Also nämlich solche Waagerechten. Eins kann ich vielleicht sagen, auf dieser Linie von Roslin nach Roskilde, da liegt ganz im Osten noch die Stadt Murom. Mein Rom. Also wenn man jetzt von hier Roslin nach Roskilde geht und dann weitergeht. Weiter nach Osten, nach Osten, nach Osten. Da kommt man nach Murom, also nördlich von Moskau. Das Moskauer Rom, wenn man so will. Ich weiß nicht, ihr habt vielleicht diese Filme nicht gesehen. In meiner Kindheit lief hier so ein berühmter Film, Ilja Muromets. Also der Elias aus Murom, der den Drachen bekämpft, der Kiew bedroht und so. Und diese Geschichte ist also in Russland zu verfolgen, aber ich glaube, kein Thema. Okay. Ja, das ist also eines der, also hier praktisch das, die Rosenlinie von Dan Brown, die ist also unvollständig gewesen, um das mal zusammenzufassen. Okay. Die wurde nur angedeutet und naja, meiner Meinung nach ist sie jetzt vollkommen. Wenn man sich ein bisschen am Himmel auskennt, da weiß man, dass Pegasus hier noch einen Stern hat, unten ganz den letzten Stern, der ist Enif, von rechts zu diesem Fine, der Schlussstern. Ja. Der fällt also hier ins Wasser. Vielleicht ist er auch auf Mallorca, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich habe einfach das auf die französische Landmasse hier beschränkt. Hier endet zweifellos bei diesem Stern unten der Carcassonne. Oder jetzt neuerdings der Rennes de Château. Ja. Also man könnte das jetzt ewig ausbauen. Man könnte über Saint-Omer und Orléans und so weiter etwas philosophieren. Ersparen wir es mal, um das hier nicht unnötig auszudehnen. Das reicht ja vielleicht doch. Ich bin schon wieder. Nee. Okay, ja, okay. Gut. Machen wir einfach mal weiter, dann gucken wir mal, was noch kommt. Ach so, klar. Jetzt kommt es also. Ist das zu früh oder muss ich eins weitermachen? Warte mal, ich guck mal. Nee, ich hatte dieses hier, genau. Da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Weil ich diese Figur rechts hier nochmal darauf. Nochmal, das ist also eine Plastik von Ernst Barlach. Ich weiß nicht, ob ihr Ernst Barlach kennt im Süden. Nee. Das ist also der berühmteste Bildhauer von Mecklenburg-Vorpommern. Der lebt hier in Güstrow, 1937 gestorben und hat also in meiner Sicht ist einer der besten Bildhauer aller Zeiten. Und dieses hier ist, glaube ich, sein bestes Werk auch aller Zeiten. Ja. Der Geistkämpfer. Das steht in Kiel. Und zwar an der Nikolaikirche dort. Warum er das gemacht hat, weiß ich nicht. Hergestellt wurde es irgendwas in Güstrow. Er hat da so eine große Werkstatt. Und in Güstrow. In Güstrow. Ort und Sieg, ne? Ort und Sieg, ja. Dieser Geistkämpfer demonstriert also diese weiße Linie hier, diese reine Rosenlinie. Unten diese Bestie dort, das ist also der römische Wolf, Wölfin. Lupa, die
die Romus und, Re, und Remus, Romulus und Remus gesäugt hat, als ja. Kinder, Zwillinge. Und diese Linie, die durch das Schwert hier des Engels angedeutet wird, das ist also die Linie, die nach Norden geht, von Rom. Und das Schwert, das ist also dieses damit Schwan, dieses, was ich hier rot links markiert habe, das ist also das Schwert des Engels. Okay. Das ist in den Norden erreicht. Und Ernst Barlach wusste das scheinbar und hat das in dieser Plastik hier dargestellt. Also, ich finde, das ist das Beste, was jemals in Mecklenburg hergestellt wurde, an Bildhauerei. Okay. Jetzt gucke ich mal, was das nächste ist. Nicht, dass wir da. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon, ja. So, dann habe ich jetzt nur noch die. Aber einer kommt noch. Wir müssen ja noch mal den Sinn der ganzen Anlage, dem Sinn der ganzen Anlage uns nähern. Ja. Da können wir erstmal das grüne Feld, da sehen wir, warum die sich in Florenz treffen wollen. Im Jahr 1342 wurde. Dokumentiert die letzte Verhaftung eines Katharers in Florenz. Und die ist in Florenz geschehen. Okay. Was es mit dem Jahr 1342 auf sich hat, werden wir gleich sehen, im linken Teil nämlich. Im linken, also wir sehen hier die Magdalena. Maria Magdalena ist ja angeblich der Heilige Gral in Person. Und ihr wird also diese große Flut zugeschrieben, die ganze Nordseeküste verwüstet haben soll. Und wenn man jetzt mal dieses Datum auseinander nimmt, dann sehen wir erstens, dass 1342 eine Zahl ist, die sich an Pi deutlich annähert. Wenn wir nämlich den 22. Juli von 1342 nehmen und das in Dezimalbuch umwandeln, dann erhalten wir 1341,6, weil ja das Jahr 1342 endet erst zu Silvester. Ne? Also hast du im Juli eine Kommastelle davor, 1341,6. Wenn du nämlich den 22. Juli nimmst, dann mache ich hier links diese Rechnung. Tage, ja. Ist das 203. Jahr, der 203. Tag im Jahr. Ja. Teilst du durch 365, erhältst 55,6. Also sagen wir mal 1341,6, wenn du jetzt auf eine Stelle rundest. Das ist also eine Zahl, die ist wie 3,141592. Hatten wir schon bei Dresden, beim Polen war ganz gerne. Ja, genau. Wenn jetzt, also hast du jetzt diese Parallele zwischen dieser Dreizahl 1342, dem Katharer, der Magdalenenflut, und wenn du jetzt den Breitengrad von, also diese 0,556 mal 100 nimmst, kommst du wieder auf den Breitengrad von Roskilde. Das heißt, die Magdalenenflut bezieht sich auf den Breitengrad von Roskilde. Dieses Datum ist gesichert, 22.07.1342. Das ist nichts gesichert, das ist ein mythologisches Datum. Das ist künstlich mythologisches errechnet, Datum, okay. Also, okay. Um es mir so zu fixieren, das ist nicht das wirkliche Datum. Das wirkliche Datum weiß ich nicht genau. Also ich glaube, das ist so 800, 900 Jahre zurück, also diese Magdalena. Okay. Aber was jetzt noch daran wirklich spannend ist, ist, dass unten, was ich immer zeige, nämlich den Ort Bethlehem. Ein bisschen unscharf zu sehen, ist aus Google. Du siehst also den Ort Bethlehem und hier links die Geburtskirche von Jesus. Ja. Darüber die Kapelle der heiligen Katharina. Ja. Und wenn du jetzt mal dir die geografische Breite von Bethlehem anguckst, die habe ich hier rechts in der Ecke. Also im Dezimalsystem ist das 31,7, macht im Minutensystem 31 Grad und 42 Minuten. 31 Grad, 42 Minuten. 1342. Genau, ist ja also die Zahl Pi hier drin enthalten und 1342. Wenn du dich jetzt an Volker erinnerst oder auch, steht auch in diesem Venn Down, 13 und 31 stehen jeweils für so ein Dreieck, die also umgekehrt sind und wenn die sich gegenseitig durchdringen, dann steht die Zahl 313 und die 313 steht für den Davidstern. Und der Davidstern spielt also hier eine gewisse Rolle. Und
ist hier Da fällt mir jetzt gerade was auf. Verschlüsselt, ja. Da fällt mir jetzt gerade was auf, weil nach Weinreb ist die Schöpfungsgeschichte nicht 7 Tage, sondern 3-3-1. Ja? Es gibt 3 Tage, 3 Tage und einen Tag. Da haben wir die 3-1-3. Das ist natürlich alles richtig. Ich weiß nicht, ob du Mario Arndt kennst. Das ist ein Mann, der lebt hier in Rostock, lebt jetzt in Frankfurt. Der kann mich nicht leiden, aber er hat kluge Bücher geschrieben. Nämlich wie die ganzen Königsfolgen in Europa konstruiert wurden. Also die deutschen Kaiser und die französischen Könige und die englischen Könige. Die werden, da gibt es immer diesen Rhythmus 1-1-3 oder 1-3-1, 1-3-3. Und diese Zahlen spielen da immer eine Rolle. Dann kann man also leicht feststellen, dass alle diese Datierungen und Königsabfolgen alle künstlich errechnet worden sind und konstruiert worden sind. Und zwar bis ins 14. Jahrhundert hinein. Bis ins 15. vielleicht sogar. Also erstens, warum macht man sowas? Was glaubst du? Ist das einfach nur eine Vorliebe, da irgendwas zu... Nee. Das hat alles einen tieferen Grund. Und da müssen wir gar nicht, aber können wir mal kleiner machen? Wir haben also, wir gehen nochmal auf dieses Gesamtbild, von wo die beiden Rosinien dargestellt wurden. Guck mal bitte zurück. Ja, diese hier, wo die beiden zu sehen. Wir haben also den Schwan und Pegasus. Und wir haben diesen Pegasus, der umfasst, wenn du mal die Linien guckst, genau die Nordsee, die komplette Nordsee. Ja. Wir haben die Magdalenenflut. Wir wissen, dass die Nordsee früher viel kleiner war, weil das alles hier Land war, Helgoland. Nicht? Da gibt es von Spano die Theorie, dass das Atlantis gewesen wäre. Ja, es gibt auch einen Bericht, dass die frühere Elbmündung bei Helgoland war, ja. Genau. Und das ist alles untergegangen, und zwar in dieser angeblichen Magdalenenflut. Und die schwierige Frage ist also, was war die Magdalenenflut? Wie wurde sie später interpretiert? Und das ist, daraus wurde das Neue Testament konstruiert, aus dieser ganzen Abfolge. Wir haben es also mit der Geburt der Zwillinge zu tun. Der Schwan ist also der eine Zwilling, der Pegasus der andere. Vielleicht kannst du dich an den Mythos von der Gorgo, Medusa, erinnern. Medusa war die mit den Schlangen auf dem Kopf, richtig? Ja, die man nicht angucken durfte, weil man dann genau, zu Stein wird, genau. Der Perseus, der Mann aus dem Osten, der war so mutig und hat die geköpft mit seiner Sichel. Und als sie geköpft war, hat sie schnell noch 2 Kinder geboren. Nämlich Pegasus und Chrysaor. Das weißt du vielleicht nicht so, ist nicht so bekannt, aber nee. Pegasus ist dieser hier. Aber die Frage, Pegasus, eben, da stand mit Pegasus. Und da weiß man noch, wer denn diese Gorgo Medusa war. Und aber wer Chrysaor war, das wird wenig thematisiert in der ganzen Literatur über die griechische Mythologie. Ja. Chrysaor, wenn man sich am Himmel auskennt, ist aber der Sternbild neben Pegasus. Das ist der Schwan. Und aus diesem Material wurde also auch die Weihnachtsgeschichte konstruiert. Über die will ich aber nicht heute sprechen. Das wäre ja ein bisschen viel dabei. Ja, ja. Das machen wir dann mal separat, ja. Ich hatte ja mich da angemeldet zu deinem Kongo. Ja, müssen wir da noch. Ich will da über die Weihnachtsgeschichte reden. Ja. Und da, das wäre praktisch die Fortsetzung von dem heutigen Gespräch. Weil nämlich aus diesem Material das Neue Testament geformt wurde. Also dieser Übergang aus dem Heidnischen ins Christliche, der passierte im Zusammenhang mit der Konstruktion dieser Linien. Und also im Zusammenhang mit der Magdalenen, meiner Meinung nach. Dann stehen diese Orte, alle Orte, nicht zufällig da, wo sie stehen, sondern sie haben einen Namensbezug und wurden praktisch auf diese Linien gesetzt, richtig? Das ist also eine menschliche Konstruktion und das ist praktisch die Reaktion auf dieses Flutereignis. Würdest du so weit gehen und sagen, das war die Sintflut? Ja.
Denn in der, es wurde ja, die ganzen römischen Städte wurden ja alle verschüttet. Rom, Ostia, Alexandria, Troja und hier die Nordsee wurde verwüstet, also die Nordseeküste. Ja. Die Donau stand, das ganze Donautal stand ja unter Wasser, der Rheingraben, alles stand unter Wasser. Und, aber es haben natürlich trotzdem ein paar Menschen überlebt, weil ja die hoch oben in den Bergen leben oder die weiter im Osten leben, die waren davon nicht so betroffen. Okay. Also so ein Schlussereignis, was wahrscheinlich durch einen Kometen oder was bewirkt wurde. Oder etwas anderes, ja, weiß man nicht. Weiß ich nicht genau. Aber ich denke mal ein Komet, um es einfach so bildlich beschreiben zu können. Und der bewirkte also diese Flut und die Menschen reagierten dann, die Überlebenden, indem sie sich vor weiteren solchen Flutereignissen schützten. Und zwar zum Beispiel durch den Kelch. Wenn also nochmal da eine große Flut kommt, dann sollte der Kelch die auffangen. Bildlich gesprochen. Und der Schwan, der bringt ja die Hoffnung. Wenn nämlich trotz aller Verwüstung die Schwäne im Frühjahr wiederkommen aus dem Süden, dann ist ja, kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Dann wird es schon weitergehen. Der Schwan bringt also den Frühling nach der Verwüstung und die Hoffnung aus dem Süden. Ja, also ist nicht so schwer. Also das ist meine größte Entdeckung, aber die ganzen kleinen Entdeckungen, die sind auch immer sehr schön. Also eigentlich sind sie sogar noch aufregender, weil man ist immer schnell damit fertig. Hieran habe ich ja 20 Jahre gearbeitet. Jetzt verrate ich das hier in einer halben Stunde. Naja, In ist der aber auch Stunde. fies. Das war eine Stunde, bitte. Okay, Ehrlich, das ist der eine absolute Hammer hier. Stunde. Das ist der Ja. absolute Hammer hier. Also, mir Ja, fehlen die Worte. die meisten ahnen ja sowas nicht. Und neulich hat einer einen Kommentar geschrieben, ja, der Mann ist irre oder so. Aber ich bin ja nicht irre, sondern ich bin eigentlich ganz normal. Und, Ja, das sind wir alle. Wir sind alle. Nee, ich bin ganz, irre, ist in Ordnung. Das ich habe glaub natürlich, mir. hab natürlich im Leben viel mit Geistern gekämpft, also die so einen Ja. beeinflussen, diese Dinge. Aber Aber ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch absolut nachvollziehbar und logisch nachvollziehbar. Das kannst du doch jederzeit belegen. Da ist doch nichts dabei, wo man sagt, pass mal auf, da muss man einfach mal hingucken und einfach mal forschen. Und wenn da stehst du da alleine da und hast im Prinzip die gesamte Arbeit. Also ich muss erst mal an der Stelle sagen, Herwig, es ist ein absoluter Hammer, was du hier ablieferst. Das ist ein Ding, da denke ich, boah. Und ich frage mich allen Ernstes, warum gibt man denn da nicht eine Energie rein, wo man sagt, da, das Gleiche habe ich auch mit Walter Haug, mit den Ausgrabungen, mit den ganzen Cairns, mit allem, was dazugehört, wo einfach immer geblockt wird bis zum geht nicht mehr. Also was hat man denn zu verbergen? Das ist das, was ich mich dann frage, weil das ist ja auch Paris, Troja, das ist so ein, also für mich jetzt hier so eine Eindeutigkeit, ja, da kannst du doch nicht hinstellen und sagen, naja, ist nur eine heiße Luftnummer. Also da, ja, das naja. ist dann immer die Keule, die man auspackt und sagt, naja, irre, ja, gut, okay, ja, aber dann bin ich irre, okay, damit kann ich leben, ja, das ist kein Problem. Also es ist der absolute Wahnsinn, ganz ehrlich. Naja, wenn man mal die Märchen der Gebrüder Grimm liest, das macht ja kein Wissenschaftler. Aber ich lese auch Märchen. Da gibt es ein Märchen, Armut und Demut kommen in den Himmel. Das kennt man nicht so. Nee. Aber das ist ein Königssohn, der wollte in den Himmel und da hat er einen gefragt, wie er das machen soll. Dann hat er gesagt, sei einfach arm und demütig. Dann haben sie die Sachen getauscht und der Königssohn lebte arm und demütig und dann starb er. Und als er starb, hatte er in der Hand eine Rose und eine Lilie. Dann wurde er begraben und aus seinem Grab wuchs also eine Rose und eine Lilie. Also in diesem Märchen steckt praktisch das Wissen um diese Konstruktion, die Lilie und die Rose. Und muss man, kein Mensch ahnt das, ne? Weil man ja die Märchen nicht so ernst nimmt. Aber Die wenn man hatten ja das einen weiß. Zweck. Und wer die Grimms waren, das wissen wir auch langsam. Ja? Die hatten ja einen klaren Auftrag. Aber haben sie gut gemacht. Also, Ja. und wer das einfach richtig liest, der versteht das ja dann auch. Ist ja dann eine Denkhilfe. Also ist natürlich immer Freimaurerei. Und die blockieren das, weil es ja ihr Geheimwissen, mit denen sie da ihre Leute schulen. Guck mal. Es gibt hier so ein Buch, vielleicht darf ich das mal zeigen, die Geheimnisse der Kathedrale von Chartres. Muss man unbedingt mal gelesen haben, wenn man sich mit diesen Dingen befasst, wenn man tiefer einsteigt. Und da schreibt er hier, aber ich muss aber die Brille abnehmen zum Lesen. Das ist Das gut, Wissen, bei mir ist es andersrum. das Wissen, das die wahre Macht verleiht,
ist von den Kollegien, den religiösen Bruderschaften immer geheim gehalten worden. Ging auch von dem, der es gewissenlos für sich in Gebrauch nahm, eine Gefährdung für alle aus. Also wer Bescheid weiß, ist ein Gefährder. Die Schriften jener Kollegien sind Bilderrätsel, Wortspiele, die man nicht verstehen kann, ohne eine Schulung durchzulaufen, ohne alle menschlichen Fähigkeiten bis hin zu spirituellen entwickelt zu haben. Ich hatte das gelesen, als ich anfing, da habe ich mir gesagt, weißt du was, ich habe 12 Jahre bei Margot Honecker Schule gehabt, das muss reichen. Ich brauche keine Schulung von irgendwelchen Kollegen, Bruderschaften und Seelenverkäufern. Ich gehe da einfach mal ran an die Sache. Denn ich hatte ja das erste Bild, ich hatte ja den Ulmer Spatz. Ja. Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach, habe ich mir gesagt. Und das reichte also, um das ganze Zeug hier ans Licht zu holen. Ja. Mehr braucht man gar nicht. Man muss natürlich lesen, schreiben, rechnen können und ein bisschen offen sein für alle diese Dinge und darf sich nicht ganz boxen. Ja, da hast du wahrscheinlich ganz schön geschaut, wo der Dan Brown dann so ein Buch rausbringt, oder? Und dann gesagt hat, wow, ne? jetzt kommt da... Naja, ich war ja, steckte ja in dieser Sache drin. Also das, insofern war das ein bisschen anregend. Aber ich brauchte das nicht wirklich. Aber ich wäre auch sonst so weit gekommen. Aber vielleicht hätte ich diese Pariser Linie nie oder diese französische Linie nie gefunden, ohne diese Anregung von dort. Ne? Könnte sein. Aber die Rostocker hier, die von Rom und so, die hatte ich natürlich ohne das gefunden. Ich fasse es nicht. Doch, du fasst es. Nee, ich fasse es nicht. Ich sitze da und habe den Mund offen gekriegt. Wenn du es dem kleinen Kind zeigst, zeigst du es dem kleinen Kind, dann ist Junge, ich sage, Karl, alles richtig. Hast verstanden. Kein Thema. Okay. Herrlich. Nee, ich habe noch eine Bitte. Ja. Und zwar hat dem Volker mich gebeten, um noch was zu sagen zu der 99, also 911. Ja, okay. Wir hatten nämlich nochmal korrespondiert darüber und da hatte ich darauf hingewiesen, dass die 911 ihren Ursprung vermutlich im Alten Testament hat, und zwar in der Geschichte von Abraham und Sarah. Abraham war ja kinderlos, hatte nur mit Hagar ein Kind, diesen Ismael, aber mit seiner Ehefrau Sarah hatte er kein Kind. Er war schon 99 und sie war 90, also es war kritisch. Die Juden wären ja ausgestorben, wenn Abraham nicht noch ein Kind gehabt hätte. Ja. Das war höchste Eisenbahn, als er 99 war. Und diese 99, die ist also 9 mal 11 oder 11 mal 9. Und immer wenn ein kritischer Moment ist, dann spielt diese 99 wieder eine Rolle. Hier griff ja Gott ein bei Abraham und sagte, du bist 99, aber du schaffst es nochmal. Und Sarah kriegt ja dann tatsächlich noch diesen Isaak, von dem dann die ganzen abrahamitischen Völker da abstammen, also die Juden. Ja. In der Legende. Ja. Und darum ist diese 911 so wichtig für die, die es wissen wollen. Immer wenn kritische Momente sind oder erzeugt werden sollen, dann beruft man sich auf diese 911. Was könnte der eigentliche Hintergrund von diesem Datum sein? Also wir hatten darüber noch mal kurz diskutiert und er sagte, ich könnte das ruhig noch mal sagen. Na dann. Okay. Okay. Liegen wir in der Zeit? Du liegst absolut in der Zeit. Also ich bin hier gerade echt geplättet, muss ich dir echt ganz klar sagen. Also völlig platt, muss ich ganz klar sagen. Also wenn wir noch einen Moment haben, dann zeige ich noch ein Bild. Haben wir noch einen Moment? Ja, wir haben noch einen Moment. Ich habe jetzt aber nur die hier vorbereitet. Das heißt, du müsst erst mal gucken. Ich zeige es einfach hier im Bildschirm. Ja, okay. Wenn das geht, machen wir. Moment, ich mache mal groß. So, jetzt. Und zwar hier hinter mir, an der Wand. Ja. Sieht man das? Ja. Vielleicht ist die, so vielleicht. Ja. Hatte ich neulich so hingewiesen, kam ich aber nicht dazu. Das ist ein junges Mädchen, das trägt Wasser in so einem Holzkrug. Ja. Das ist also die Jungfrau mit dem Gral. Und in dem Krug hat sie das Wasser der Erkenntnis. Also in Bildern stecken immer viel größere Wahrheiten, als man denkt. Dieses Bild hat meine Frau einfach so gekauft, ohne sich was dabei zu denken. Aber in Wirklichkeit enthält es also jene Weisheit, die ich
die also auch in diesen Bildern gesteckt, in diesem Gral. Die Jungfrau spielt da immer eine Rolle. Man muss das immer nur erkennen. Siehst du es auch? Ich sehe es. Also einfach nur ein Mädchen mit einem Wasserkrug. Ja. Ganz schlicht, aber in Wirklichkeit das größte Geheimnis der Menschheit. Ohne Vermehrung geht's. Sterben wir aus. Okay, das mag dann reichen für heute. Herrlich. Ein absolut krasser Vortrag heute. Also, okay. Ich mache es fertig, ich stelle es gleich online. Ich hoffe, dass alle genauso Spaß haben wie ich auch. Ja, nochmal meinen Dank an all die Zuschauer, die zugucken. Ja, und freue mich schon auf die Kommentare. Aber das hier, das ist heute mal wieder ein Highlight. Also unglaublich. Ja, muss ich mal an der Stelle ganz klar sagen. Und von meiner Seite, mal ganz ehrlich, Erwig, einen absoluten tiefen Respekt für deine Arbeit möchte ich dir ganz klar an dieser Stelle mal ausdrücken. Und ja, ich glaube, da gehen ganz, ganz viele mit, dass man dir da mal einfach auch so eine, ja, und wenn es nur eine gedankliche Energie ist, die man dir da sendet, dass du da einfach weitermachst, dranbleibst, eventuell findet sich der ein oder andere, der bereit ist, da mit dir zusammenzuarbeiten in irgendeiner Form. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das den einen oder anderen schon triggert und sagt, das wäre mein Thema. Ich danke dir. Vielleicht darf ich dann doch noch was sagen. Ja, sag. Weil du es so sagst. Also für mich ist das Thema eigentlich durch. Ne? Ich bin also eigentlich ja fertig mit all diesen Dingen. Ich könnte jetzt jede Menge neue Städte mir unten hier vornehmen. Aber ich komme ja nie zum Ende. Ich würde es eher freuen, wenn Leute das aufgreifen würden und die Sache für sich also weiterentwickeln. Ja, klar. Ich brauche keine Unterstützung mehr. Vielleicht gibt es ein paar Leute, die bei dir in die Schulung gehen möchten. Das könnte ja sein. Ja? Eigentlich ist alles gesagt. Sie brauchen nur eben sich ihre Orte vornehmen und gucken und finden. Wie auch immer. Die ganze Methode ist ja soweit klar. Ja. Wenn ich weiterkomme, kann ja eines meiner Bücher lesen oder einen der Texte lesen, die bei Volker da stehen. Wie auch immer. Wir schauen mal, was sich entwickelt. Also der Impuls, der heute rausgeht, ich bin mir sicher, das wird wieder anstupsen. Es ist der Hammer, ehrlich. Okay. Hoffentlich. Ich grüße alle. Ich auch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Herwig, danke dir für deine Zeit. Krass, 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 kannst du nur so sagen. Und wir machen noch mal was, denke ich, ja, irgendwann, wenn es im November noch reicht, dass wir gucken, dass wir noch einen Termin kriegen. Dann kannst du ein Thema aussuchen. Schauen wir mal. Na gut. Okay. Wollen wir sehen. Alles klar. Tschüss. Bis dahin, Herbie. Ein Gruß an die Frau, bitte, ja? An deine auch. Tschüss. Ja, ciao, ciao.